Let's play. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Tomb Raider 3 Let's Plays. Wir sind in der letzten Episode endlich da aus dem Tempel rausgekommen und hier ist dieser komische Typ, von dem ich eigentlich angenommen hatte, der hat Selbstmord begangen, so ein Floß davon geschippert und was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist dieses pixelige Bike hier, dieses Quad-Ding. Wir speichern mal, weil wenn ich tot gehe, dann muss ich im letzten Level wieder anfangen und da habe ich keinen Bock drauf. Tempelruine! Wie heißt denn unser Level jetzt hier? Fluss? Ah, der Ganges! Ja, natürlich. Der ist ja da in Indien irgendwo. Oh, das ist ganz schön klar, der Ganges. Dafür, dass da jeden Tag ein paar Millionen Inder drin baden. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen gelber. Kann man hier so drüber springen? Das erinnert mich ja jetzt so ein bisschen an... Ja, hier, sag mal. Tomb Raider 2. Wo man da in dem Eislevel mit diesem Schneemobil her musste. Ah, das war so geil. Unsere Mafia Raider. Ja. Oh, was ist denn da unten? Scheiße. Großes Medipack ist da unten. Das wird dauern hier. Stunt! Kann man nicht noch so einen Flip in der Luft machen? Oh, Lara, du kannst doch nichts, ne? Ein Flip, ein Kickflip. Ist zwar kein Skateboard, aber ist ja egal. So. Wir leben noch. Wir leben gleich. Ui. Upsa. Ja, okay. Da muss man ein bisschen mehr Schmackes geben, dann funktioniert das. So, hier um die Kurve gebrettert. Jawohl. Autsch. Okay, hier ist irgendein... Muss man hierher? Nee. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man da so rein. Wie soll das denn gehen? Vielleicht ohne Quad. Vielleicht muss man das am Bier hier stehen lassen. War immer eine kurze Fahrt. So. Ja, hier ist nämlich nichts. Und hier hinter ist nur ein grüner Kristall, den man... Ich weiß nicht, warum man den einsammeln sollte. Wir versuchen zwar ohne Quad jetzt hier... Ohne Quad! Ohne Quad-Core. Mann, jetzt fahr da hoch. So, absteigen ist mit Kreis, X, Y, Viereck, alles... Ach so. Kreis, also die Drehknopf und zur Seite. So, ja, können wir so weit springen? Ah, ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich sehe da schon wieder so einen Lederriemen. Jawohl, das hat funktioniert. Hallo. Ja. Habe ich doch richtig gesehen. So, willst du mich beißen? Ne? Ja, hier, komm. Handtasche. 2.0. Ich werde mal Prada anrufen. Hey, Prada, altes Haus, wir haben wieder Handtasche. Leder für dich. Kannst wieder eine Handtasche machen. Oh, ja. Feinstes Leder mit ein paar Nieten drin. Haben wir schon für gesorgt. So. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Und ich weiß nicht, wie wir von hier aus den komischen, verrückten Mann verfolgen wollen. Ah, auch sehr da unten sind wir jetzt. Jetzt sind wir hier einmal im Prinzip... Oh, scheiße. Einmal im Kreis... Hier Rand. Okay. Ich dachte schon, ich sterbe. Was ist denn hier? Zahnrad? Achso, jetzt blinkt das so komisch. Äffchen! Nicht mit mir hier. Du auch nicht. Was machst du denn da mit meinen Schuhen? Von Prada. Leben? Hallo. Ah, Gift ist weg. So, sollten wir hier mit dem Quad weiterfahren, oder? Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Quaddy her. Aber, verdammt. Wobei, da könnte man vielleicht auch so rüberspringen. Der Affe rollt sich voll geil ab. Was für ein Schlingel.
Wahrscheinlich da unten entlang, aber vielleicht ja auch hier irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nee. Oder? Ei, ei, ei. Ich hab's gerochen, Mann! Ah! Ja, jetzt sind wir wieder. Wer weiß wo. Oh nee, nee! Ah, ich muss öfter speichern. Vielleicht nicht so oft, wie ich es damals in Tomb Raider 2 gemacht habe, aber. Aber öfter. Wir machen ja hier keine. Meine Fresse. Wir machen ja hier keine jedes Level in einen Rutsch durchschaffen Challenge. Oder noch schlimmer, das ganze Spiel in einen Rutsch ohne Speichern durchschaffen Challenge. Hm. Könnte man eigentlich machen. Nur dann wird das Let's Play hier von mir wahrscheinlich kein Ende haben, weil ich immer irgendwo sterben würde. Oh, guck mal, wir sind im letzten Level. Oh, schade, tot. Ja, alles von neu. Machen wir mal. Ist ja nicht so wild. So, absteigen. Wenn ich das hier oben lasse, dann komme ich da überhaupt dann noch ran an das Quad? Eigentlich doch nicht. Wie soll ich denn hier dann? Ja, ist ja egal. Ja, darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Erstmal bin ich hier. Hallo. Ja. Bloß nicht bewegen, Schlange. Also so vor und zurück, ne? Dann könntest du mich noch treffen. Da sind die Faulen, die Kobras. Es gibt ja so Speikobras, die spucken dann. Dann bist du blind, wenn sie dich treffen. So, ganz langsam hier. Ich dachte wieder, die Kobra da ist und mich frisst. Ehrlich gesagt kann ich mich an den Gang schon gar nicht mehr erinnern. Ich laufe so komplett Brain-AFK durch die Gegend. Ja. An die kann ich mich aber erinnern. Ja, ja, wie kann ich die vergessen, die Sau? So. Ja. Der tolle Trick hat nicht funktioniert. Oh, arme Äffchen, das wollte ich aber nicht. Oder doch? Eventuell ja. So, können wir jetzt von hier so darüber springen, ohne uns die Knochen zu brechen? Jawohl. Das ist ja. Das ist Humor. Was auch immer Humor ist. Also nicht Humor. Humor. Hallo. So, jetzt speichern wir aber hier. Bevor ich da irgendwo in meinen Tod springe und den Verderben und überhaupt alles Schlechte. Da muss ich irgendwie einen Turbo-Modus geben, weil. Ja. So geht der Turbo-Modus nicht. Nee, also mit komischen Geräuschen kommt man da auch nicht hoch. Vorhin hat es aber funktioniert. Wieso? Ja, warum denn jetzt auf einmal? Das soll einer verstehen. Gehen wir erstmal hier unten her. Oh, geht direkt weiter. Jetzt finden wir aber nicht raus, was da oben war. Ich möchte nicht absteigen. Kann ich den Affe umfahren? Ja! Tatsache. Ach ja. Okay. Wir müssen wieder absteigen. Leider. Wir müssen hier irgendwas machen. Ich meine, so ein tolles Quad-Ding schön und gut, aber ein Motorboot hätte mir besser gefallen. Dann hätten wir auch den Fischkopf da schon lange eingeholt. Ist da bestimmt gleich wieder irgendwo eine Schlange. Ah, das ist Uzi-Muni. Wir sammeln hier schon fleißig Munition und da sind Zigaretten. Für. Ah! Nein! Hilfe! Ey, geh da raus! Der Affe verkloppt uns! Verdammt, ich steck fest! Da darfst du keinen erzählen. Nein, der Affe. Boah. Du kleines, pelziges Drecksvieh, ich mach dich frisch. Der hat uns voll gefistet. Ich mach den fertig, ey. Ab.
Nein. Noch nicht. Boah, der hat seine letzte Banane gefressen. Davon kannst du ausgehen. So, jetzt aber hier. Ey, die hat gelitten. Manchmal geht das und dann geht's wieder nicht und dann ist alles... Ja. Ah, ich verstehe es nicht. Kommt her, ihr scheiß Affen! Mach ruhig frisch! Yeah. Wo ist der Affe? Hier ist doch schon mal einer am Rumlaufen. Komm her! Gummi kriegst du jetzt! Hä? Wo bist du, du Sau? Na? Wo ist er denn? Da kann ich nicht hochfahren, aber... So, was war das hier? Ey, du kleine, widerliche Drecksau. Verpiss dich und du sowieso hier, ey. Boah. Das ist neuer Tiefrekord. Gestorben beim Uzi-Munition aufsammeln. Wegen Affe. Ah, wegen Affe gestorben. Ah, ich meine, wenn es ein Gorilla gewesen wäre, dann könnte ich es noch irgendwie verstehen. Aber so ein kleiner Schimpanse mit einem roten... Ach, Schimpanse. Die kleinen komischen Viecher mit den roten Ärschen. Hallo? Nee, ich höre schon wieder einen Affe. Raus! Da, wo, irgendwo ist hier noch einer. Den auf die Fresse. Na, komm her, Äffchen. Ich hab Banane für dich. Nee, der will nicht. Wenn er schlau ist. Wenn er schlau ist, will er keine Banane von Lara Croft annehmen. Ja. Verdorri nochmal. Komme ich da jetzt gleich überhaupt noch hoch? So mit den Füßen? Ohne Quad? Da ist er ja. Und der hat ein Medipack, der Sack. Oh, schnell, schnell, schnell. Ah, egal. Er ist abknallen. Ja, ja. Revolution der Affen. Wo sind wir denn hier? So. Können wir wieder nach ganz oben kraxeln. Und im Ganges schwimmen gehen. Boah, und gefressen werden von Piranhas. Da ist, ja, vielleicht da hinten in der dunklen Ecke, aber ich gehe erstmal hier entlang. Ja. Da ist nix. Vielleicht hier so. Ach ja. Nee, hier ist gar nichts. Ha, ja, wie kriege ich da Tor da unten auf? Das ist jetzt die... Ah, ach, ich dachte schon, ich spreche mir jetzt hier was. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wie um alles in der Welt kann man da hinten so das Tor aufkriegen? Vielleicht hier so? Nein, da ist gar nichts. Das wäre doch zu einfach gewesen. Immer in den dunklen Ecken nachgucken. Ich habe wieder irgendwas übersehen. Irgendein kleines Detail. Vielleicht ja hier irgendwie so ein Schalter mal wieder. Das hier könnte aufgehen. Wenn man dahinter kann. Oder so. Oder ist die Tür schon offen? Ne? Hm. Ja, wie denn? Hier ist ja eigentlich gar nichts außer das hier. Und hier waren wir schon drin. Hier war auch nichts außer ein bisschen Munition und so. Vielleicht ist ja hier was so im Grünen versteckt. Ah. Nee, hier ist nichts. Ja. Ich mag ja rätselige Spiele, aber das ist schon wieder ein bisschen zu viel. Das ist ja in jedem Level gleich schlimm hier in dem Spiel. Hier ist gar nichts. Das ist nur so eine... Ach, hier, guck mal. Ach, aha, hier, lalala. Da kann man so durch. Nein! Boah, das war eng. Ach, boah. Ah, da kann man irgendwo hinkriechen.
Und da kommen ja die Affen von hinten und töten einen. Wahrscheinlich. Das ist ein wahrscheinliches Szenario. Also jetzt mal nicht lachen, das ist den einen oder anderen schon mal passiert. Ich hab da auf einmal so... Ach hier, guck mal. So ein Affenschlüssel. Schlüssel mit Affenfresse oben drauf. Schlüssel zum Tor. Wie schön, dass ich da ein Schlüsselloch gesehen habe. Beim Tor. Und ich habe es natürlich nicht gesehen. Hä? Bin ich blind? Wieso ist da ein Affe drauf, ey? Ich hasse Affen. Ich denke, das kann man sagen. Ja. Schlüssel zum Tor. Das ist natürlich schön, dass man so einen Schlüssel zum Tor hat, wo ein Affenkopf drauf ist, aber man hat kein Schlüsselloch. Das ist wahrscheinlich hier hinter irgendwo. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt schon wieder hin? Oder, nee. Boy. Ich gehe kaputt hier. Oder ist hier oben noch mehr? Ist da noch was? Ne? Nee. Ja, hier war nur... Da war nur das, eigentlich. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück und achten auf ein Schlüsselloch. Eventuell ja... Da so könnte man annehmen, aber da ist nichts. Ah. Dann hier oben irgendwo. Vielleicht ganz zurück. Da gab es ja noch den anderen Weg, aber ich glaube nicht. Nee. Bei dem anderen Weg wird es höchstwahrscheinlich nur irgend so ein Rätsel geben. Rätsel, so ein Secret. Aber das sei uns mal dann im Moment furzegal. Also, nee, darüber springen ist auch keine Option. Ey. Ich gehe kaputt. Tschüss. Oh, hier ist nix. Hier sind Bäume, hier sind tote Affen, da sind Piranhas, hier sind Wurzeln, hier ist Dreck. Boah. Ich zweifle so langsam an allem. Vor allem an meinem Verstand. Hier ist nix. Gar nix. Schlüsselloch. Oder vielleicht hier hinter. Da habe ich mich aber schon umgeguckt. Dann wäre mir doch aufgefallen. Oder nicht? Meinst du nicht? Oder meinst du? Meinst du nicht? Nee, wie gesagt, hier ist nichts. Ah! Mann, jetzt macht die sich auch schon selbstständig und läuft da irgendwelche Kreise. So, die Frage ist auch, wie komme ich hier hinter? Da ist doch auch was. Guck dir das an. Dahinter ist Feuer, dahinter ist irgendein Weg. Oh. Ich kann mich hier irgendwas verschieben oder so. Ne. 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 Ja, dann fahre ich jetzt mit dem Ding einfach. Warte mal. Ich habe da irgendwas im Augenwinkel gesehen, aber ich glaube, das kann gar nicht sein. Ja, ich habe gedacht, hier ist ein Schloss. Hier ist kein Schloss. Aufsteigen. Wir versuchen, zurückzufahren. Ja, okay, zurückfahren wird nichts, scheiß die Wand an. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir stecken hier fest. Für immer und ewig. Man sollte mein Schlüsselloch finden, ist nicht wirklich schwer, aber... Mach das mal hier. Und dann sehe ich das Schlüsselloch nur nicht, weil wieder ein Grafikfehler ist oder so. Verdammt hier. Welche Tor denn hier? Da geht's nicht. Einfach mal hier drücken. Vielleicht ist ja so ein unsichtbares Schlüsselloch. Und das ist wahrscheinlich hier hinter.
Frage ist nur, wie man da hinkommt. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zurück können wir ja auch nicht. Schöner Mist. Ja, also das Level, das erweist sich als genauso Mist wie das Level davor. Also, boah, das ist ja... Also ich habe schon gedacht, Tomb Raider 2 war in den ein oder anderen Leveln schwierig und hast du nicht gesehen, aber das setzt ja hier die Krone auf. Entweder bin ich erblindet, ich bin strohdoof, ich habe gerade die Hälfte meines Gehirns verloren oder sowas, oder ich weiß es nicht. Wir haben irgendeinen ominösen Schlüssel mit Affengesicht drauf, den wir nirgendwo einsetzen können. Vielleicht hätten wir die Affen nicht abschießen sollen und den nach dem Weg fragen müssen, aber ja, komm, ist zu spät. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten Episode hier ziemlich zügig vorankommen, doch ich kann es nicht versprechen und ich meine, es sieht auch alles andere als zügiges Vorankommen aus. Trotz alledem hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir dann weitersuchen. Bis dahin, tschüss!